Kannst du etwas dünkler machen? Noch etwas mehr? Ja, so ist gut. Nur noch der TV ist jetzt auch. Aber auch hier habe ich die Lösung. Hallo, ich bin Marcel, Trainer bei Swisscom Academy. Und ich zeige euch heute die 5 neuen Features von Swisscom TV. Mit dem Betriebssystem Entertainment OS 3.2. Eben, von wegen zu hau. Feature Nummer 1 ist Dark Mode, was neu gibt auf Swisscom TV. Wenn ihr findet, dunkel ist besser, könnt ihr das jetzt so einstellen. Und das Menü ist dunkel. Auf vielfachen Kundenwunsch haben wir das möglich gemacht. Es sieht schick aus, oder? Feature Nummer 2. Etwas, das euch als Kunde bestimmt wird freuen. In den Themenwelten sind neu die Inhalte der Apps direkt drin. Zum Beispiel Red Bull TV oder Sky. Nehmen wir die Themenwelt Sport. Da sieht man auf einen Blick alle aktuellen Sportevents. Auch die von Sky. Ihr müsst also nicht mehr über die App kehren, wenn ihr zum Beispiel ein Match schaut. Auf den freue ich mich ganz besonders. Bayern München gegen Dortmund. Mit einem Knopfdruck bin ich direkt auf der App beim Match. Ist das ein Stern? Mehrere Sterne? Ja, Feature Nummer 3. In eurem Swisscom TV hat es neu eine Sternenbewertung von IMDb drin. Der grösste und bekannteste Filmdatenbank. Alle Filme, die dort registriert sind, haben ein Rating. Und das wird euch neu im Swisscom TV angezeigt. Da seht ihr, was andere Leute von diesem Film halten. Ob Top oder Flop. Und wenn wir schon bei Film sind. Feature Nummer 4. Ihr schaut gerne Filme in Originalsprache. Jetzt könnt ihr neu bei Video on Demand Filmen Untertitel einblenden. Das Angebot an Untertitel wird laufend ausgebaut. Und zum Schluss noch Feature Nummer 5. HDMI CEC. Das habt ihr wahrscheinlich noch nie gehört. Ist aber sehr praktisch und wird neu unterstützt von Swisscom TV. Nehmen wir an, ihr seid am Gamen und habt Lust, Fernsehen zu schauen. Einfach Swisscom TV anlassen und der HDMI-Kanal wechselt von selber. Praktisch, oder? Die neuen Features von Swisscom TV mit Entertainment OS 3.2. Ja, Swisscom TV wird laufend weiterentwickelt. Ihr könnt gespannt sein, was sonst noch alles kommt.